Etliche Bockwürste, die hier seit Stunden über den Tresen gehen, ist hier doch eine gewisse Spannung zu merken. Spannung in einem Festsaal am Rande von Bremerhaven, der jetzt bewohnt wird von der Bremerhavener SPD-Basis. Die haben gerade Martin Güntner und Andrea Tönnes für die Dezernentenstellen nominiert. Aber viele treibt hier vor allen Dingen eine Frage um, nämlich wie geht es hier mit den Häfen weiter? Denn sie befürchten, dass die Abgabe des Häfenressorts an eine linke Senatorin aus Bremen keine guten Folgen für Bremerhaven haben wird. Und wie deutlich dieser Unmut ist, das können wir uns jetzt mal anhören. Ich finde es natürlich ein bisschen schade, weil es war immer Bremerhavener Hand und eine SPD-Hand und da gehört es meiner Meinung nach auch hin. Wir müssen uns dann natürlich arrangieren, aber wir gucken natürlich ein bisschen skeptisch drauf. Weil die Häfen sind ja hier in Bremerhaven und ich denke, das sollte auch vom Bremerhaven mit geregelt werden. Nein, da mache ich mir keine Sorgen, dass wir da zu kurz kommen. Dafür sind die Häfen dann doch wieder zu wichtig und die Zusammenarbeit mit Bremerhaven an diesem Punkt auch. Wir kriegen ja Soziales und Arbeit und das ist eindeutig für Bremerhaven das relevantere Ressort. Ich drücke Frau Vogt alle Daumen, dass sie das alles hinkriegt in unserem Sinne in der Koalition. Da jemanden zu haben, der das erstmal wieder neu lernen muss. Und zwar in einer Partei angehört, die bisher sich nicht unbedingt so hervorgetan haben, als seien sie die großen Retter oder Förderer der Häfen durch ihre Hafenpolitik. Das halte ich für sehr bedenklich. Ja, das ist deutlich. Und weil das so deutlich ist, ist hier extra ein Gast aus Bremen angereist, Andreas Bovenschulte. Er ist gekommen, um den Bremerhavener Genossinnen und Genossen den Koalitionsvertrag und den Verlust des Häfenressorts ein bisschen schmackhaft zu machen. Und er wird sich anstrengen müssen, denn es wäre ein grober Schönheitsfehler, wenn die Genossen aus Bremerhaven am kommenden Samstag beim Landesparteitag nicht für den Koalitionsvertrag stimmen sollten.